Buongiorno a tutti, bentornati a questa ultima sessione conclusiva del nostro incontro e invito subito a parlare i primi relatori, i professori Dorothea Diemer e Peter Diemer, che ci parleranno di appunto un nome tutelare della disciplina della storia del collezionismo e il suo testo sulle Kunstwunderkammer. Benvenuti. Buongiorno a tutti rimasti. Parlando di testi di ricerca piuttosto tedeschi, parliamo in tedesco, perciò abbiamo provato di farci un piccolo riassunto, un breve riassunto prima. Kunst und Wunderkammern sono di moda, un hype postmoderno del Rinascimento nordico, direttamente attraente sia agli storici dell'arte, sembra, che alla arte sia agli curatori di mostre. La propria collezione, vista come un'enciclopedia, un microcosmo, l'uomo demiurgico, creatore Prometeo. Nella nostra conferenza cerchiamo di mostrare come questa etiologia è germinata dal libro troppo famoso di Julius von Schlosser, il quale, basandosi sulla collezione importante dell'arciduca di Tirolo Ferdinando II, morte in 1595, già nel castello di Ambras presso Innsbruck, ha descritto il collezionismo nordico del Cinquecento, sì, come un caos bizzarro, accumulando oggetti strani e curiosi, contento di assurdi ghiribizzi, senza disciplina razionale e spirito scientifico. In questo contesto, le collezioni di importanza particolare sono quattro: quello di Ambras, la collezione ducale di Monaco in Baviera, la collezione elettorale di Dresda e posteriore la collezione di Rodolfo II a Praga. Perché lo Schlosser è un classico, questo preconcetto obsoleto continua di essere efficace, ci sembra, sebbene gli addetti ai lavori nei musei di Vienna, Monaco, Dresda, Praga già da un mezzo secolo lo stimano inutile. Ancora peggio, l'affermazione dello Schlosser che queste collezioni sarebbero state riunite senza metodo, senza chiaro scopo, ha provocato la contraddizione di certi intellettuali. No, il loro concetto sarebbe stato di ambizione grandissima, se non filosofica, cosmica, di creare un panorama di tutto quello che si può indagare, una collezione del mondo, un modello del mondo, con il collezionista principe al centro. Le teorie del collezionista demiurgo, delle collezioni con il macrocosmo nel microcosmo, e poi sembrano comunemente riconosciute. Insieme con un team da Monaco abbiamo pubblicato parecchi anni fa l'inventario della collezione di Monaco, con schede approfondite dedicate ai singoli oggetti, 3.407, sì, e il loro pedigree. La sorpresa è niente di grandi idee, semplicemente una grande collezione ricca di generi, ma di tutto convenzionali. Dipinte e sculture talvolta di altissima qualità, notissimi ritratti, ma Paolo Giovio lo sanno, oggetti di lusso tipici per l'uso e la rappresentanza di un principe cinquecentesco, molti oggetti provenienti dagli altri continenti, procurati dagli Habsburg, impattati o dai mercati di Asburgo, oggetti offerti al duca da altri principi, dai suoi funzionari e suditi perché
considerati di rilievo per la storia del territorio, modelli delle città principali bavaresi, eccetera, eccetera. Non c'era praticamente niente di considerare naif o bizzarro. Insomma, proponiamo di mettere fine alle discussioni su una filosofia della Kunst und Wunderkammer. Cerchiamo invece di considerarla come istituzioni ispirate della cultura umanista e del collezionismo italiano. I Wittelsbach erano imparentati ai Gonzaga, per esempio, e la prima Kunstkammer, semplice traduzione di museo, stanza per arte, la prima Kunstkammer in Baviera è stata una emulazione delle collezioni di Isabella d'Este, che il duca Ludovico X di Baviera ha visto a Mantova. Dunque, Julius von Schlosser hat mit seinem Buch Die Kunst und Wunderkammern der Spätrenaissance 1908 die Erforschung des frühneuzeitlichen Sammelns nördlich der Alpen gewissermaßen erfunden. Aber er hat damit auch ein Forschungsproblem in die Welt gesetzt. Für ihn sind die großen fürstlichen Sammlungen des 16. Jahrhunderts im deutschen Raum infantile, dem Märchenglauben des Mittelalters folgende Ausgeburten eines archaisch-primitiven Sammeltriebs. Das wirkt, so unsere These, bis heute nach, hat aber auch ebenso irrationale Thesen über die Philosophie dieser Sammlungen hervorgerufen. Schlosser, in Italien Schlosser Magnino, war Mitarbeiter des Wiener Kunsthistorischen Museums, später Universitätsprofessor, Verfasser des bekannten Handbuchs La Letteratura Artistica 1924. Wir kennen Schlosser, in Klammern eigentlich, als seriösen, quellenbasierten Historiker. In seiner Museumszeit hat er eine psychologisch erweiterte Perspektive gesucht, die im Sinne einer modernen Wertfreiheit für die traditionelle Kunstgeschichte minderwertige Themen in den Blick nahm. So die anthropologischen Wurzeln des Porträtbildnisses in Wachs 1911 oder zuvor schon die Kunst- und Wunderkammern der Spätrenaissance. Das eher schmale Buch gilt noch immer als das Standardwerk, auch wenn wir, um ehrlich zu sein, den Eindruck haben, dass es eigentlich keiner gelesen hat. Unser Thema heute hier ist nicht vorrangig Schlosser, sondern die Auswirkung dieser Schrift auf den heutigen Reflexionsstand über die Kunst- und Wunderkammern. Diese Sammlungen enthielten in der Regel, Sie wissen das ja alles, Schatzkunst, Porträts, hervorragende Werke der Kunstfertigkeit des Menschen und Technik, Memorabilien, Exotisches, Naturalien. Wir wollen den heute gängigen Anschauungen über diese Sammlungstypus eigene Überlegungen gegenüberstellen. Wir beziehen uns auf die Münchner Herzogliche Kunstkammer, weil wir sie am besten kennen und weil sie als die einzige, außer Dänemark natürlich, Gundestrup, wissenschaftlich bearbeitet ist. Schlossers Nachwirkung spiegelt sich in der Zahl seiner Neuauflagen und Übersetzungen. 1978, angeregt von Paola Barocchi, auf Italienisch, Klappentext: Questo saggio dello Schlosser rappresenta ancora oggi un punto fermo di importanza determinante. In Italien gibt es auch eine Ausgabe von 2000. In Deutschland hat man das Buch 1978 wieder aufgelegt, dann neuerdings 2008 und 2014. 2012 ist eine französische Übersetzung erschienen, von Rezensionen freudig begrüßt. Schlosser ging hauptsächlich, ein Blick hinein, Schlosser ging hauptsächlich von derjenigen Kunstkammer aus, die Erzherzog Ferdinand, ein Bruder Kaiser Maximilians II. Und Regent von Tirol, im späten 16. Jahrhundert auf Schloss Ambras bei Innsbruck zusammengetragen hatte. Ferdinands Sammlungen waren über die Grenzen des Reiches hinaus berühmt. Nicht so sehr wegen der Kunstkammer,
sondern wegen seiner sogenannten Heldenrüstkammer, einer Sammlung originaler Herrnische von Fürsten und Feldherren. Übrigens auch heute noch zu sehen in Ambras und sehr eindrucksvoll. Er war berühmt wegen seiner ebenso bedeutenden Porträtsammlung, fast 1000 Bildnisse, die in Wien erhalten sind, und seiner Bibliothek- und Grafiksammlung. Wenn Schlosser über die Kunst- und Wunderkammer handelt, betrifft das also nur einen sehr kleinen Teil von Ferdinands Sammlungen. Aus der Ambraser Kunstkammer sind relativ viele Objekte erhalten, weil sie an Ferdinands Neffen, den kunstinteressierten Kaiser Rudolf, gelangt ist nach seinem Tod. Infolgedessen sind heute alle wertvollen Stücke in den Wiener Museen, so die Saliera von Cellini. Nur das in Schlossers Sinne Kuriose, Sie sehen hier einen Blick in die rekonstruierte Sammlung in Ambras, nur das in Schlossers Sinne Kuriose, ein Krokodil, Bildnisse eines Riesen, gedrechselte Elfenbeine, Korallenberge und Bilder von Missgeburten, zeigt man in der rekonstruierten Aufstellung in den Ambraser Räumen. Angesichts von Schlossers Vertrautheit mit dem Material war es nur natürlich, dass sein Buch fast nur Ambraser Bestände betrachtet. Doch ist darin schon eine gewisse Einseitigkeit grundgelegt. Bei den anderen drei großen fürstlichen Sammlungen des Reiches im 16. Jahrhundert, München, Dresden, Prag, die setzten sich durchaus anders zusammen als Ambras. Terminologie. Mit Schlosser hat sich der Begriff der Kunst- und Wunderkammer eingebürgert. Aber historisch ist er überhaupt nur für Ferdinand persönlich und das nur ein paar Mal belegt. Ferdinand hatte nämlich die Sammlung der Grafen von Zimmern gekauft. Und Zimmern hatte seine Sammlung nicht wie üblich Kunstkammer genannt, sondern ein bisschen preziös vielleicht Wunderkammer. Der Name scheint dann mit seinen Objekten in Innsbruck weitergelebt zu haben. Anderswo, Prag, München, Dresden, sonst wo, begegnet er, so viel wir wissen, kein einziges Mal. So hat sich ein ganz marginaler Begriff, die Wunderkammer, als eine vorgeblich allgemeingültige Gattungsbezeichnung in die Kunstgeschichte eingeschlichen und hat zur irrationalen Aura des wunderlichen, kuriosen, bizarren dieser frühen Sammlungen beigetragen. La Wunderkammer hat nicht nur in der italienischen Sprache ein postmodernes Eigenleben entwickelt. Ist ein Lieblingsbegriff für Kuratoren geworden, die ihre Kreativität zur Schau stellen wollen. Liest man Schlosser, also den Text, ist man erstaunt, nicht zu finden, was man erwartet. Eine sachliche, abgewogene Charakterisierung. Gut, er betrat Neuland. Sammlungen, in denen unter einem Dach in und außerhalb von Europa geschaffenes, neben reinen Naturhervorbringungen stand, musste dem kategorisierenden Geist des 19. Jahrhunderts sehr fremd sein. Man hätte damals den Stoff lieber in 5, 6 Museen verteilt. So mag man Schlosser zugute halten, dass er versuchte, diese Andersartigkeit der Sammlungen des 16. Jahrhunderts dem Leser möglichst drastisch vor Augen zu führen. Aber muss man deshalb mit der ganzen Überheblichkeit der Gründerzeit auf seinen Gegenstand herabblicken? Muss man die Sammler lächerlich machen, die Erinnerungen an ungewöhnliche Naturerscheinungen in ihrem Land aufhoben, wie Kornregen? Muss man von Kleinkram, kuriosen Mätzchen, non posso tradurre, Nippes reden, wenn Fürsten raffinierte Uhren besaßen, diese Wunderwerke der Technik, oder wenn Herzog Ferdinand von seinem Münchner Schwager einen mit kostbarem Bisam überzogenen goldenen Bären geschenkt erhalten hatte? Das ganze Buch von Schlosser beschreibt die Kunstkammern als bizarr, bestenfalls verspielt.
Zitat: Die Rudolfinische Kunstkammer gibt ein treues Bild der Tendenzen dieser Tage. Das Seltsame, Wunderbare, Abenteuerliche hält diese eben ganz in ihrem Bann. Schlossers Bildauswahl, und ich glaube, dass die eine ganz große Wirkung hatte auf die spätere Literatur, die Bildauswahl folgt derselben Tendenz. Allein 6 Automaten werden bei Schlosser abgebildet, obwohl die teilweise viel später entstanden sind und aus ganz anderen Kontexten kommen. Oder von diesen Bergkristallwerken der Mailänder Saraki bildet Schlosser den Reiher links ab. Zitat: Fantastische Tiergestalten, wie man das besonders liebte. Die klassisch ausgeformten Ambraser Gefäße, wie zum Beispiel das rechts, hätte er weniger herablassend beschreiben müssen. Ganz bedeutende Stücke wie, weiß ich nicht, Kaiser Maximilians Becher oder Dürerbecher, das kommt bei ihm alles gar nicht vor. Diese Arroganz hat etwas Obsessives. Auch damals hätte man schon diese vorgeblich albernen Kuriositäten als Historiker betrachten können. Dann hätten sie einen ordentlichen Platz in der Kunst- und Kulturgeschichte eingenommen. Kritische Stimmen gegen Schlossers Wertungen gab es, doch sie sind und gehört verhallt. Also ich denke, weil der große Name keine Beschädigung zuließ, auch außerhalb Österreichs. Am deutlichsten hat schon vor 40 Jahren Rotraud Bauer, Mitarbeiterin am Wiener Kunsthistorischen Museum, die Herausgeberin des neu entdeckten Prager Kunstkammerinventars von 1607, hat ihr Befremden darüber geäußert, wie Schlosser die Sammlung Rudolfs II., die bedeutendste im Reich, grundlos lächerlich gemacht hat. Nach Bauers Einspruch dürfte Schlossers Text eigentlich nicht mehr benutzt werden. Trotzdem gibt es in keiner der Neuausgaben auch nur einen Hinweis auf das seit 40 Jahren bekannte Inventar der Sammlung Rudolfs. Man tut so, als sei Schlosser noch immer der heutige Forschungsstand. Heute, so unser Eindruck, gibt es 2 Stränge der Forschung nebeneinander, unverbunden nebeneinander. Der eine ist an Theoriebildung interessiert, geht von einer schlagwortartigen Vorstellung von der Kunstkammer aus und spekuliert an diesem Paradigma weiter. Ihre Prämissen gehen wahrscheinlich auf Schlosser zurück. Horst Bredekamp, dessen Antikensehnsucht und Maschinenglaube die große Zahl von Theorien über die Kunstkammer seit den 80er Jahren eröffnet hat und der noch heute als der Fahnenträger einer den Gegenstand philosophisch durchdringenden und blickweitenden Analyse gilt, der Text ist übrigens genauso hermetisch wie der Titel, hat noch immer Schlosser folgend Kunstkammern, Zitat, die scheinbar bizarre und absurde Zusammenstellung von Mineralien, Exotika, Maschinen, Gemälden, Androiden und Skulpturen genannt und so weiter. Der andere Strang hält sich von Deutungstheorien fern, sondern beschäftigt sich mit den historischen Quellen, den Inventaren und ihren Gegenständen, angefangen mit dem zum Standardwerk gewordenen The Origins of Museums 1985. Bleiben wir bei den 4 großen fürstlichen Kunstkammern, München, Ambras, Dresden, Prag. Sie alle bestehen nicht mehr, aber ihren Inhalt können wir heute abschätzen, denn von allen 4 sind zeitgenössische Inventare bekannt. Schlosser hat sie nicht benutzt, nur das Prager Inventar ist später entstanden. Hier sehen Sie den Druck des Ambraser Inventars, das eigentlich schon 1888 gedruckt ist und seitdem konnte man wissen, was in dieser Sammlung war. 2010 ist der Text des Dresdner Inventars publiziert. Seit 2004 ist das Münchner Inventar gedruckt, 2008 in 3 Bänden kommentiert. Spätestens seitdem müssen wir die Glaubwürdigkeit der Theorien über die Kunstkammer am Befund der Quellen messen. Wie viel Seltsames, Wunderliches, Abenteuerliches fand sich denn wirklich in den großen Kunstkammern des 16. Jahrhunderts? Nehmen wir München, weil wir uns eben nach der Inventararbeit von diesen 3.500 Objektnummern
an die 6.000, 7.000 Objekte eine ganz gute Vorstellung machen können. Das waren etwa 750 Gemälde, etwa 600 Porträts. Die Grafiksammlung muss riesig gewesen sein, die ist aber nicht extra aufgeführt. Zu den Münzen gibt es einen eigenen mehrbändigen Katalog. In der ganzen Sammlung waren zwei Automaten. Monströses, weiß nicht, haben wir nicht gefunden. Ein Gemälde zeigte abgeschlagene Köpfe, aber vielleicht war das eine Vanitas-Ikonografie in der Art des Schülers Beham. Es gab diese Bildnisse von den Haarmenschen, ein zusammengesetztes Tier, sowas kann man heute noch in Bayern kaufen. Ein Selbstschussgerät, sonst nichts. Nichts, was merkwürdig wäre. Und im Fall dieser Haarmenschen, deren Geschichte dank Zapperi allgemein bekannt ist, wissen wir, was für eine Geschichte hinter der Erwerbung steht. Die meisten anderen Geschichten sind einfach verloren. Kurioses, Bizarres. In dem Sinne, dass der Mensch über alle Ausprägungen der von Gott geschaffenen Natur staunen kann, gehören natürlich von vornherein sämtliche Naturalien dazu. Ebenso handwerkliche Meisterwerke, Drechseleien, künstliche Schlösser. Insgesamt war München eine respektable Sammlung, deren Reste heute in der Alten Pinakothek, im Bayerischen Nationalmuseum, der Residenzschatzkammer, im Völkerkundemuseum und sonst wo teilweise erhalten sind. Wunderliches gab es in Dresden sowieso nicht. Die Kunstkammer Kurfürst August hatte einen Schwerpunkt im Handwerklichen, Technischen und den Landesschätzen, Serpentin, Marmorvorkommen, sowas. Fassen wir zusammen. Angesichts unserer heutigen Kenntnis über den tatsächlichen Inhalt der fürstlichen Kunstkammern des 16. Jahrhunderts ist das Bild, das Schlosser gezeichnet hat, maßlos verzerrt. Für den Historiker kann Schlosser als Ausgangspunkt nicht dienen, sich mit diesem Phänomen zu beschäftigen. Trotzdem wird es nicht so leicht, ihn hinter sich zu lassen. Zu tief hat sein negatives Vorverständnis, sich in die Theorien hineingegraben. Zum anderen musste sein Bild vom Ungeordneten und der unsystematischen Wirrnis, die an Ikonologie geschulte und die Ikonologie ja auch liebende Kunstgeschichte geradezu dazu reizen, doch eine sinnvolle Ordnung zu entschlüsseln. Die Theorieliteratur setzt sich entsprechend deutlich gegen Schlosser ab. Bredekamp schreibt zum Beispiel: Unter dem suggestiven Begriff Kunst- und Wunderkammer wurde dieser Sammlungstyp in ein Klima des vorwissenschaftlich Bizarren versetzt, sodass die naturphilosophische Seite seiner Objektarrangements verborgen blieb. Hier kommt also gleich eine höhere Deutung ins Spiel. Schlossers Unwillen, sich mit den historischen Bedingungen im Detail auseinanderzusetzen, muss solche objektunabhängige Ideenbildung sehr erleichtert haben. Dazu hat übrigens beigetragen die Beschäftigung mit dem 1565 in München erschienenen Inscriptiones von Samuel Kickeberg, die aufzählen, was man alles mit Wissensgewinn sammeln kann. Das hat die Tendenz weiter befördert, Kunstkammern als Ergebnis eines kohärenten Konzepts, eines Weltbildes zu verstehen. Schnell kam auch das Demiurgische in die Überlegungen. Mit Bredekamp fassen wir in seinem Klappentext den Anfang. Die Sammlungen waren eine Klammer zwischen antiker Kunst und Maschinen. Das war die Vorstellung vom Menschen als einem zweiten Gott, der die Trennung sowohl zwischen Kunst und Technik wie auch die zwischen Kunst und Natur als Schöpfer zu überwinden suchte. Der Sammler als Gott. Also aparte, dass die frühen Kunstkammern kaum Maschinen und Automaten hatten und dass in München und Ambras zum Beispiel die Antiken gar nicht zur Kunstkammer gehörten, das stört den großen Gedanken nicht. Auch Adalji Saluli spricht 1983 übrigens von Il collezionista demiurgo
und il principe inventore. Der Mensch als Beherrscher der Materie, der Sammler als Gestalter seiner Welt steht auch hinter dem, dem Konzept Mikrokosmos-Makrokosmos, nachdem die Kunstkammer im Kleinen die ganze erfahrbare Welt abbilde. Die Kunstkammern, so die Vorstellung dieser Theorie, sollte ein Weltbild vermitteln. Demnach wäre also vom Sammler zielstrebig auf dieses Konzept hin gesammelt worden, ist die logische Folge. Der fürstliche Sammler habe so Macht durch Repräsentation ausgeübt, als Demiurg seines Weltbilds. Das alles gilt mittlerweile als festes Wissen, obgleich es, soweit wir sehen, keinen einzigen Quellenbeleg dafür gibt. Andere Quellen, wir freuen uns, wenn jemand uns da widersprechen kann. Im Gegenteil möchten wir fragen, spricht nicht aus diesen narzisstisch-homozentrischen Deutungen ein Selbstbewusstsein der Moderne? Waren nicht die Sammler des 16. Jahrhunderts viel bescheidener, indem sie das aus der Natur sammelten, was ihnen als unerklärte Besonderheit, als Rarität auffiel? Was hätte der Historiker dem Kunstkammerüberbau, dem Sammlergott in seinem Mikromakrokosmos der Wunderkammer als fantastischer Spielwiese der Postmoderne an Konkreten gegenüberzustellen? Die Quellen. Beim Münchner Inventar ist man jedem einzelnen Objekt nachgegangen, auf welchem Weg es in die Kunstkammer gekommen sein mag. Dabei ist bald klar geworden, dass zum kleinsten Teil ein Sammlerwille hinter allem stand. Politische und gesellschaftliche Bedingungen, Möglichkeiten, Zufälle, auch kleine Geschichten verschiedenster Art stehen hinter allen Gruppen von Objekten oder einzelnen Stücken. Am historischen Geflecht, darüber haben wir ja gestern schon gesprochen, von menschlichen und sachlichen Bezügen muss sich jede abstrakte Kunstkammer-Idee messen lassen. Ein paar Beispiele nur, also unter, wie gesagt, Tausenden ausgesucht, die wir Ihnen ja nicht vorführen können. Jede Dynastie besaß ihre ererbten Schätze, ob Gemälde, Bildnisse von Lebenden und Toten oder sonstige Erinnerungen. In München zum Beispiel Albrecht Altdorfers Alexanderschlacht. Oder Porträts. Die Fürstin in München legte Wert darauf, ihre Hofdamen im Foto in Erinnerung zu behalten. Hinzu kommen die zahllosen Porträts, die im Austausch zwischen den Höfen als Geschenke kamen, vom Papst und Kaiser bis zu Trägern des Goldenen Vlieses. Also in München gibt es an die 600 Porträts. Dem Konzept der Zelebritätensammlung von Paolo Giovio folgte Ferdinand von Tirol mit seiner Porträtsammlung, auch übrigens sein Münchner Schwager. Es wird ein bayerischer Jurist am Hof gewesen sein, Biguleus Hund hieß der das Porträt seines italienischen Universitätslehrers Ludovico Gozzardini in die Kunstkammer gebracht hat. Wohl im Zuge solcher Kontakte verschaffte der Bologneser Professor Girolamo Mercuriale dem Herzog in München Gelehrtenbildnisse der Lavinia Fontana. Geschenke. Und erst Staatsgeschenke wie diese von Leo X. kommende Schale, heute in der Schatzkammer, waren und sind, wie wir alle wissen, wichtige Vehikel der internationalen Diplomatie. Denken Sie an Gian Bolognas Bronzestatuetten. Vom Augsburger Bischof besaß Erzherzog Ferdinand einen der von Schlosser belächelten Automaten. Ein sehr kostbares Geschenk, schon deshalb, weil es eigens angefertigt war, kein Ready-Made aus dem internationalen Kunstmarkt. Die beiden anderen Automatenuhren Ferdinands, heute Prunkstücke des Wiener Kunsthistorischen Museums, waren Münchner Geschenke, auf die man auch in München sehr stolz war. Präzisionsgeräte waren eine süddeutsche Spezialität. Und es ist im Übrigen wie heute, man sucht als Geschenk etwas Ausgefallenes, eine Spezialität aus dem eigenen Land. Die Elfenbeinkugel,
Scusa per questa fotografia. Mit Miniaturporträts der bayerischen Herzogsfamilie im Inneren war ein Geschenk der Bayern an Francesco de' Medici und kam deshalb in die Tribuna der Offizien. Sie zeigte die spektakulär innovative Drechselkunst, die ein Mailänder am Münchner Hof eingeführt hatte. Geschenke gab es auch auf der familiären Ebene. Kaiser Maximilian II. Schickte seinem Schwager Albrecht von Bayern die Gipsabgüsse von den Füßen eines übergroßen Hirschen, den er geschossen hatte. Also Schlosser hätte sich totgelacht, nicht? Das eigentlich dem Bayern zugedachte Geweih, so der zufällig erhaltene Begleitbrief, hatte ihm die eigene Familie weggeschnappt, sehr ärgerlich. Vermutlich stand hinter fast allem, was uns heute wunderlich oder primitiv in diesen Sammlungen vorkommt, eine Geschichte, die wir eben nicht mehr kennen. Große Hofhaltungen erforderten Prachtentfaltung, Konkurrenzfähigkeit. Dazu gehörten Automaten, Gewänder, Tafelsilber. Ein Luxusmarkt stilisierte seine Objekte als Statuszeichen und spielte die Höfe gegeneinander aus. Genua vermarktete offensiv Korallen, Mailand verschiedene Luxusartikel. Ich habe mal versucht, die gesamte Akquisitionsbriefe der Münchner Kunstkammer durchzusehen. Das sind einige solche Stapel. Da finden sich dann Briefe des Fürsten wie: Die Genuesen sollen bitte aufhören, diese ewigen Korallen mich zu bedrängen. Wir haben jetzt genug Korallen. I'm fed up with these corals. Also so rum lief das. Auch außereuropäische Objekte zu besitzen war Status. Raritäten, die man nur aufgrund von Beziehungen zu den Habsburgern oder nach Augsburg erlangen konnte und die so eben die Connections demonstrieren. Wie schon gesagt, es gab Unterschiede unter den Sammlungen und die scheinen tatsächlich zum Teil auf persönliche Interessen der Fürsten zu basieren, ohne dass man das jetzt gleich als ihre Weltsicht bezeichnen würde. Die Harnische waren ein Hobby, Erzherzog Ferdinands. Werkzeuge und Merkantiles typisch Dresden, Wohlstand durch die Montanindustrie, nicht? Und bei Rudolf waren es Gemälde, allein 3000, wie wir wissen, und Preziosen. In Bayern ist ein landeskundliches Interesse spürbar. Der Herzog ließ Modelle der wichtigsten Städte seines Landes anfertigen, die sind erhalten, sehr hübsch, und eine große Holzschnittkarte. Manche sonderbaren Objekte dürfte der Landesherr untertänig abgeliefert bekommen haben. Gold aus Isar und Donau, Bodenfunde wie einen antiken Metallkranz, versteinertes Holz, Relikte eines Kornregens und einen, wie wir im Inventar lesen, im Tegernsee gefangenen Riesenfisch von 40 Kilo, den man, grazie a Dio, nicht aufhob, sondern in Holz abbildete. Der hier ist von 2008. In den Theorien über die angebliche Ideologie der Kunstkammer spielen ausgerechnet die ältesten bekannten fürstlichen Sammlungen keine Rolle. Die Münchner Herzöge waren mit den Gonzaga verschwägert. 1536 besuchte Ludwig X. Mantua. Was er dort sah, begeisterte ihn dermaßen, da haben wir Briefe, dass er sich daheim einen von Giulio Romano entworfenen Palast errichten ließ und sich die erste bayerische Kunstkammer einrichtete. Sie ist in der Münchner Kunstkammer aufgegangen, wir können das nicht mehr genau auseinanderkriegen, aber deren Inventar enthält auffallend zahlreiche Gipsabgüsse nach Mantuaner Antiken und Plastiken, zum Beispiel von dem berühmten Proserpina-Sarkophag. Niemand würde die Sammlungen von Der kommt nicht. Das ist gemein. Tutti lo conoscono. Il sarcofago della Proserpina a Mantova. Also, niemand würde die Sammlungen von Isabella d'Este, eines Marco Mantova Benavides oder etwa eines Alessandro Farnese eine Kunst- und Wunderkammer nennen. Aber
worin besteht der systematische Unterschied? Auch an humanistischen Höfen Italiens sammelte man breit Gemälde, Miniaturen, Grafik, Luxuswaren, Antikes, Antikisierendes, Münzen, auch Naturalien. Isabella d'Este hatte Naturalien. Eccolo, grazie. Beh, no, non fa niente. Siamo finiti. Zu den Standards königlicher, fürstlicher Höfe gehörte auch im 16. Jahrhundert auch Bildungsinstitutionen. Man hatte eine Bibliothek, man hatte Antiken, man hatte eine Kunstkammer mit Naturalien und so weiter. Wie weit sie tatsächlich dem Wissensdurst des Fürsten entsprang, wird von Person zu Person verschieden gewesen sein. Einen speziellen ideologischen Überbau aber für die nördlichen Sammlungen des 16. Jahrhunderts. Buongiorno a tutti, bentornati a questa ultima sessione. Esclusiva del nostro incontro e invito subito a parlare i primi relatori, i professori Dorothea Diemer e Peter Diemer, che ci parleranno di appunto un nome tutelare della disciplina della storia del collezionismo e il suo testo sulle Kunstwunderkammer. Benvenuti. Buongiorno a tutti, rimasti. Parlando di testi di ricerca piuttosto tedeschi, parliamo in tedesco, perciò abbiamo provato di farci un piccolo riassunto, un breve riassunto prima. Kunst und Wunderkammern sono di moda. Un hype postmoderno del Rinascimento nordico, direttamente attraente sia agli storici dell'arte, sembra, che alla arte, sia agli curatori di mostre. La propria collezione, vista come un'enciclopedia, un microcosmo, l'uomo demiurgico, creatore Prometeo. Nella nostra conferenza cerchiamo di mostrare come questa etiologia è germinata dal libro troppo famoso di Julius von Schlosser, il quale, basandosi sulla collezione importante dell'arciduca di Tirolo Ferdinando II, morte in 1595, già nel castello di Ambras presso Innsbruck, ha descritto il collezionismo nordico del Cinquecento, sì, come un caos bizzarro, accumulando oggetti strani e curiosi, contento di assurdi ghiribizzi, senza disciplina razionale e spirito scientifico. In questo contesto, le collezioni di importanza particolare sono quattro: quello di Ambras, la collezione ducale di Monaco in Baviera, la collezione elettorale di Dresda e posteriore la collezione di Rodolfo II a Praga. Perché lo Schlosser è un classico, questo preconcetto obsoleto continua di essere efficace, ci sembra, sebbene gli addetti ai lavori nei musei di Vienna, Monaco, Dresda, Praga già da un mezzo secolo lo stimano inutile. Ancor peggio, l'affermazione dello Schlosser che queste collezioni sarebbero state riunite senza metodo, senza chiaro scopo, ha provocato la contraddizione di certi intellettuali. No, il loro concetto sarebbe stato di ambizione grandissima, se non filosofica, cosmica, di creare un panorama di tutto quello che si può indagare. Una collezione del mondo, un modello del mondo, con il collezionista principe al centro. Le teorie del collezionista demiurgo, delle collezioni con il macrocosmo nel microcosmo, e poi sembrano comunemente riconosciute.
Insieme con un team da Monaco abbiamo pubblicato parecchi anni fa l'inventario della collezione di Monaco con schede approfondite dedicate ai singoli oggetti, 3407, sì, e il loro pedigree. La sorpresa è niente di grandi idee, semplicemente una grande collezione ricca di generi, ma di tutto convenzionale. Dipinte e sculture talvolta di altissima qualità, notissimi ritratti, Paolo Giovio lo sanno, oggetti di lusso tipici per l'uso e la rappresentanza di un principe cinquecentesco, molti oggetti provenienti dagli altri continenti, procurati dagli Habsburg, impattati o dai mercati di Asburgo, oggetti offerti al duca da altri principi, dai suoi funzionari e sudditi perché considerati di rilievo per la storia del territorio. Modelli delle città principali, bavaresi, eccetera, eccetera. Non c'era praticamente niente di considerare naif o bizzarro. Insomma, proponiamo di mettere fine alle discussioni su una filosofia della Kunst und Wunderkammer. Cerchiamo invece di considerarla come istituzioni ispirate della cultura umanista e del collezionismo italiano. I Wittelsbach erano imparentati ai Gonzaga, per esempio, e la prima Kunstkammer, semplice traduzione di museo, stanza per arte, la prima Kunstkammer in Baviera è stata una emulazione delle collezioni di Isabella d'Este, che il duca Ludovico X di Baviera ha visto a Mantova. Dunque, Julius von Schlosser hat mit seinem Buch Die Kunst und Wunderkammern der Spätrenaissance 1908 die Erforschung des frühneuzeitlichen Sammelns nördlich der Alpen gewissermaßen erfunden. Aber er hat damit auch ein Forschungsproblem in die Welt gesetzt. Für ihn sind die großen fürstlichen Sammlungen des 16. Jahrhunderts im deutschen Raum infantile, dem Märchenglauben des Mittelalters folgende Ausgeburten eines archaisch-primitiven Sammeltriebs. Das wirkt, so unsere These, bis heute nach. Hat aber auch ebenso irrationale Thesen über die Philosophie dieser Sammlungen hervorgerufen. Schlosser, in Italien Schlosser Magnino, war Mitarbeiter des Wiener Kunsthistorischen Museums, später Universitätsprofessor, Verfasser des bekannten Handbuchs La Letteratura Artistica 1924. Wir kennen Schlosser, in Klammern eigentlich, als seriösen, quellenbasierten Historiker. In seiner Museumszeit hat er eine psychologisch erweiterte Perspektive gesucht, die im Sinne einer modernen Wertfreiheit für die traditionelle Kunstgeschichte minderwertige Themen in den Blick nahm. So die anthropologischen Wurzeln des Porträtbildnisses in Wachs 1911 oder zuvor schon die Kunst- und Wunderkammern der Spätrenaissance. Das eher schmale Buch gilt noch immer als das Standardwerk, auch wenn wir, um ehrlich zu sein, den Eindruck haben, dass es eigentlich keiner gelesen hat. Unser Thema heute hier ist nicht vorrangig Schlosser, sondern die Auswirkung dieser Schrift auf den heutigen Reflexionsstand über die Kunst- und Wunderkammern. Diese Sammlungen enthielten in der Regel, Sie wissen das ja alles, Schatzkunst, Porträts, hervorragende Werke der Kunstfertigkeit des Menschen und Technik, Memorabilien, Exotisches, Naturalien. Wir wollen den heute gängigen Anschauungen über diese Sammlungstypus eigene Überlegungen gegenüberstellen. Wir beziehen uns auf die Münchner Herzogliche Kunstkammer, weil wir sie am besten kennen und weil sie als die einzige, außer Dänemark natürlich, Gundestrup, wissenschaftlich bearbeitet ist. Schlossers Nachwirkung spiegelt sich in der Zahl seiner Neuauflagen und Übersetzungen.
1978 angeregt von Paola Barocchi auf Italienisch, Klappentext: Questo saggio dello Schloss rappresenta ancora oggi un punto fermo di importanza determinante. In Italien gibt es auch eine Ausgabe von 2000. In Deutschland hat man das Buch 1978 wieder aufgelegt, dann neuerdings 2008 und 2014. 2012 ist eine französische Übersetzung erschienen, von Rezensionen freudig begrüßt. Schlosser ging hauptsächlich, ein Blick hinein, Schlosser ging hauptsächlich von derjenigen Kunstkammer aus, die Erzherzog Ferdinand, ein Bruder Kaiser Maximilians II. Und Regent von Tirol, im späten 16. Jahrhundert auf Schloss Ambras bei Innsbruck zusammengetragen hatte. Ferdinands Sammlungen waren über die Grenzen des Reiches hinaus berühmt. Nicht so sehr wegen der Kunstkammer, sondern wegen seiner sogenannten Heldenrüstkammer, einer Sammlung originaler Herrnische von Fürsten und Feldherren. Übrigens auch heute noch zu sehen in Ambras und sehr eindrucksvoll. Er war berühmt wegen seiner ebenso bedeutenden Porträtsammlung, fast 1000 Bildnisse, die in Wien erhalten sind, und seiner Bibliothek- und Grafiksammlung. Wenn Schlosser über die Kunst- und Wunderkammer handelt, betrifft das also nur einen sehr kleinen Teil von Ferdinands Sammlungen. Aus der Ambraser Kunstkammer sind relativ viele Objekte erhalten, weil sie an Ferdinands Neffen, den kunstinteressierten Kaiser Rudolf, gelangt ist nach seinem Tod. Infolgedessen sind heute alle wertvollen Stücke in den Wiener Museen, so die Saliera von Cellini. Nur das in Schlossers Sinne Kuriose, Sie sehen hier einen Blick in die rekonstruierte Sammlung in Ambras, nur das in Schlossers Sinne Kuriose, ein Krokodil, Bildnisse eines Riesen, gedrechselte Elfenbeine, Korallenberge und Bilder von Missgeburten, zeigt man in der rekonstruierten Aufstellung in den Ambraser Räumen. Angesichts von Schlossers Vertrautheit mit dem Material war es nur natürlich, dass sein Buch fast nur Ambraser Bestände betrachtet. Doch ist darin schon eine gewisse Einseitigkeit grundgelegt. Bei den anderen drei großen fürstlichen Sammlungen des Reiches im 16. Jahrhundert, München, Dresden, Prag, die setzten sich durchaus anders zusammen als Ambras. Terminologie. Mit Schlosser hat sich der Begriff der Kunst- und Wunderkammer eingebürgert. Aber historisch ist er überhaupt nur für Ferdinand persönlich und das nur ein paar Mal belegt. Ferdinand hatte nämlich die Sammlung der Grafen von Zimmern gekauft. Und Zimmern hatte seine Sammlung nicht wie üblich Kunstkammer genannt, sondern ein bisschen preziös vielleicht Wunderkammer. Der Name scheint dann mit seinen Objekten in Innsbruck weitergelebt zu haben. Anderswo, Prag, München, Dresden, sonst wo, begegnet er, so viel wir wissen, kein einziges Mal. So hat sich ein ganz marginaler Begriff, die Wunderkammer, als eine vorgeblich allgemeingültige Gattungsbezeichnung in die Kunstgeschichte eingeschlichen und hat zur irrationalen Aura des wunderlichen, kuriosen, bizarren dieser frühen Sammlungen beigetragen. La Wunderkammer hat nicht nur in der italienischen Sprache ein postmodernes Eigenleben entwickelt. Ist ein Lieblingsbegriff für Kuratoren geworden, die ihre Kreativität zur Schau stellen wollen. Liest man Schlosser, also den Text, ist man erstaunt, nicht zu finden, was man erwartet. Eine sachliche, abgewogene Charakterisierung. Gut, er betrat Neuland. Sammlungen, in denen unter einem Dach in und außerhalb von Europa geschaffenes, neben reinen Naturhervorbringungen stand, musste dem kategorisierenden Geist des 19. Jahrhunderts sehr fremd sein. Man hätte damals den Stoff lieber in 5, 6 Museen verteilt.
So mag man Schlosser zugute halten, dass er versuchte, diese Andersartigkeit der Sammlungen des 16. Jahrhunderts dem Leser möglichst drastisch vor Augen zu führen. Aber muss man deshalb mit der ganzen Überheblichkeit der Gründerzeit auf seinen Gegenstand herabblicken? Muss man die Sammler lächerlich machen, die Erinnerungen an ungewöhnliche Naturerscheinungen in ihrem Land aufhoben, wie Kornregen? Muss man von Kleinkram, kuriosen Mätzchen, non posso tradurre, Nippes reden, wenn Fürsten raffinierte Uhren besaßen, diese Wunderwerke der Technik, oder wenn Herzog Ferdinand von seinem Münchner Schwager einen mit kostbarem Bisam überzogenen goldenen Bären geschenkt erhalten hatte? Das ganze Buch von Schlosser beschreibt die Kunstkammern als bizarr, bestenfalls verspielt. Zitat: Die rudolfinische Kunstkammer gibt ein treues Bild der Tendenzen dieser Tage. Das Seltsame, Wunderbare, Abenteuerliche hält diese eben ganz in ihrem Bann. Schlossers Bildauswahl, und ich glaube, dass die eine ganz große Wirkung hatte auf die spätere Literatur, die Bildauswahl folgt derselben Tendenz. Allein 6 Automaten werden bei Schlosser abgebildet, obwohl die teilweise viel später entstanden sind und aus ganz anderen Kontexten kommen. Oder von diesen Bergkristallwerken der Mailänder Saraki bildet Schlosser den Reiher links ab. Zitat: Fantastische Tiergestalten, wie man das besonders liebte. Die klassisch ausgeformten Ambraser Gefäße, wie zum Beispiel das rechts, hätte er weniger herablassend beschreiben müssen. Ganz bedeutende Stücke wie, weiß ich nicht, Kaiser Maximilians Becher oder Dürerbecher, das kommt bei ihm alles gar nicht vor. Diese Arroganz hat etwas Obsessives. Auch damals hätte man schon diese vorgeblich albernen Kuriositäten als Historiker betrachten können. Dann hätten sie einen ordentlichen Platz in der Kunst- und Kulturgeschichte eingenommen. Kritische Stimmen gegen Schlossers Wertungen gab es, doch sie sind und gehört verhallt. Also ich denke, weil der große Name keine Beschädigung zuließ, auch außerhalb Österreichs. Am deutlichsten hat schon vor 40 Jahren Rotraud Bauer, Mitarbeiterin am Wiener Kunsthistorischen Museum, die Herausgeberin des neu entdeckten Prager Kunstkammerinventars von 1607, hat ihr Befremden darüber geäußert, wie Schlosser die Sammlung Rudolfs II., die bedeutendste im Reich, grundlos lächerlich gemacht hat. Nach Bauers Einspruch dürfte Schlossers Text eigentlich nicht mehr benutzt werden. Trotzdem gibt es in keiner der Neuausgaben auch nur einen Hinweis auf das seit 40 Jahren bekannte Inventar der Sammlung Rudolfs. Man tut so, als sei Schlosser noch immer der heutige Forschungsstand. Heute, so unser Eindruck, gibt es 2 Stränge der Forschung nebeneinander, unverbunden nebeneinander. Der eine ist an Theoriebildung interessiert, geht von einer schlagwortartigen Vorstellung von der Kunstkammer aus und spekuliert an diesem Paradigma weiter. Ihre Prämissen gehen wahrscheinlich auf Schlosser zurück. Horst Bredekamp, dessen Antikensehnsucht und Maschinenglaube die große Zahl von Theorien über die Kunstkammer seit den 80er Jahren eröffnet hat und der noch heute als der Fahnenträger einer den Gegenstand philosophisch durchdringenden und blickweitenden Analyse gilt, der Text ist übrigens genauso hermetisch wie der Titel, hat noch immer Schlosser folgend Kunstkammern, Zitat, die scheinbar bizarre und absurde Zusammenstellung von Mineralien, Exotika, Maschinen, Gemälden, Androiden und Skulpturen genannt und so weiter. Der andere Strang hält sich von Deutungstheorien fern, sondern beschäftigt sich mit den historischen Quellen, den Inventaren und ihren Gegenständen, angefangen mit dem zum Standardwerk gewordenen The Origins of Museums 1985. Bleiben wir bei den 4 großen fürstlichen Kunstkammern, München, Ambras, Dresden, Prag. Sie alle bestehen nicht mehr, aber ihren Inhalt können wir heute abschätzen, denn von allen sind
Vieren sind zeitgenössische Inventare bekannt. Schlosser hat sie nicht benutzt, nur das Prager Inventar ist später entstanden. Hier sehen Sie den Druck des Ambraser Inventars, das eigentlich schon 1888 gedruckt ist und seitdem konnte man wissen, was in dieser Sammlung war. 2010 ist der Text des Dresdner Inventars publiziert. Seit 2004 ist das Münchner Inventar gedruckt, 2008 in 3 Bänden kommentiert. Spätestens seitdem müssen wir die Glaubwürdigkeit der Theorien über die Kunstkammer am Befund der Quellen messen. Wie viel Seltsames, Wunderliches, Abenteuerliches fand sich denn wirklich in den großen Kunstkammern des 16. Jahrhunderts? Nehmen wir München, weil wir uns eben nach der Inventararbeit von diesen 3.500 Objektnummern an die 6.000, 7.000 Objekte eine ganz gute Vorstellung machen können. Das waren etwa 750 Gemälde, etwa 600 Porträts. Die Grafiksammlung muss riesig gewesen sein, die ist aber nicht extra aufgeführt. Zu den Münzen gibt es einen eigenen mehrbändigen Katalog. In der ganzen Sammlung waren 2 Automaten. Monströses, weiß nicht, haben wir nicht gefunden. Ein Gemälde zeigte abgeschlagene Köpfe, aber vielleicht war das eine Vanitas-Ikonografie in der Art des Schülers Beham. Es gab diese Bildnisse von den Haarmenschen, ein zusammengesetztes Tier, sowas kann man heute noch in Bayern kaufen. Ein Selbstschussgerät, sonst nichts, nichts, was merkwürdig wäre. Und im Fall dieser Haarmenschen, deren Geschichte dank Zapperi allgemein bekannt ist, wissen wir, was für eine Geschichte hinter der Erwerbung steht. Die meisten anderen Geschichten sind einfach verloren. Kurioses, Bizarres. In dem Sinne, dass der Mensch über alle Ausprägungen der von Gott geschaffenen Natur staunen kann, gehören natürlich von vornherein sämtliche Naturalien dazu. Ebenso handwerkliche Meisterwerke, Drechseleien, künstliche Schlösser. Insgesamt war München eine respektable Sammlung, deren Reste heute in der Alten Pinakothek, im Bayerischen Nationalmuseum, der Residenzschatzkammer, im Völkerkundemuseum und sonst wo teilweise erhalten sind. Wunderliches gab es in Dresden sowieso nicht. Die Kunstkammer Kurfürst August hatte einen Schwerpunkt im Handwerklichen, Technischen und den Landesschätzen, Serpentin, Marmorvorkommen, sowas. Fassen wir zusammen. Angesichts unserer heutigen Kenntnis über den tatsächlichen Inhalt der fürstlichen Kunstkammern des 16. Jahrhunderts ist das Bild, das Schlosser gezeichnet hat, maßlos verzerrt. Für den Historiker kann Schlosser als Ausgangspunkt nicht dienen, sich mit diesem Phänomen zu beschäftigen. Trotzdem wird es nicht so leicht, ihn hinter sich zu lassen. Zu tief hat sein Vorverständnis, sein negatives Vorverständnis, sich in die Theorien hineingegraben. Zum anderen musste sein Bild vom Ungeordneten und der unsystematischen Wirrnis, die an Ikonologie geschulte und die Ikonologie ja auch liebende Kunstgeschichte geradezu dazu reizen, doch eine sinnvolle Ordnung zu entschlüsseln. Die Theorieliteratur setzt sich entsprechend deutlich gegen Schlosser ab. Bredekamp schreibt zum Beispiel, unter dem suggestiven Begriff Kunst- und Wunderkammer wurde dieser Sammlungstyp in ein Klima des vorwissenschaftlich Bizarren versetzt, sodass die naturphilosophische Seite seiner Objektarrangements verborgen blieb. Hier kommt also gleich eine höhere Deutung ins Spiel. Schlossers Unwillen, sich mit den historischen Bedingungen im Detail auseinanderzusetzen, muss solche objektunabhängige Ideenbildung sehr erleichtert haben. Dazu hat übrigens beigetragen die Beschäftigung mit dem 1565 in München erschienenen Inscriptiones von Samuel Kickeberg, die aufzählen, was man alles mit Wissensgewinn sammeln kann.
Das hat die Tendenz weiter befördert, Kunstkammern als Ergebnis eines kohärenten Konzepts, eines Weltbildes zu verstehen. Schnell kam auch das Demiurgische in die Überlegungen. Mit Bredekamp fassen wir in seinem Klappentext den Anfang. Die Sammlungen waren eine Klammer zwischen antiker Kunst und Maschinen. Das war die Vorstellung vom Menschen als einem zweiten Gott, der die Trennung sowohl zwischen Kunst und Technik wie auch die zwischen Kunst und Natur als Schöpfer zu überwinden suchte. Der Sammler als Gott. Also aparte, dass die frühen Kunstkammern kaum Maschinen und Automaten hatten und dass in München und Ambras zum Beispiel die Antiken gar nicht zur Kunstkammer gehörten, das stört den großen Gedanken nicht. Auch Adalji Zalulji spricht 1983 übrigens von Il Collezionista Demiurgo und Il Principe Inventore. Der Mensch als Beherrscher der Materie, der Sammler als Gestalter seiner Welt, steht auch hinter dem Konzept Mikrokosmos-Makrokosmos, nachdem die Kunstkammer im Kleinen die ganze erfahrbare Welt abbilde. Die Kunstkammern, so die Vorstellung dieser Theorie, sollte ein Weltbild vermitteln. Demnach wäre also vom Sammler zielstrebig auf dieses Konzept hin gesammelt worden, ist die logische Folge. Der fürstliche Sammler habe so Macht durch Repräsentation ausgeübt, als Demiurg seines Weltbilds. Das alles gilt mittlerweile als festes Wissen. Obgleich es, soweit wir sehen, keinen einzigen Quellenbeleg dafür gibt. Andere Quellen, freuen uns, wenn jemand uns da widersprechen kann. Im Gegenteil möchten wir fragen, spricht nicht aus diesen narzisstisch-homozentrischen Deutungen ein Selbstbewusstsein der Moderne? Waren nicht die Sammler des 16. Jahrhunderts viel bescheidener, indem sie das aus der Natur sammelten, was ihnen als unerklärte Besonderheit, als Rarität auffiel? Was hätte der Historiker dem Kunstkammerüberbau, dem Sammlergott in seinem Mikromakrokosmos der Wunderkammer als fantastischer Spielwiese der Postmoderne an Konkreten gegenüberzustellen? Die Quellen. Beim Münchner Inventar ist man jedem einzelnen Objekt nachgegangen, auf welchem Weg es in die Kunstkammer gekommen sein mag. Dabei ist bald klar geworden, dass zum kleinsten Teil ein Sammlerwille hinter allem stand. Politische und gesellschaftliche Bedingungen, Möglichkeiten, Zufälle, auch kleine Geschichten verschiedenster Art stehen hinter allen Gruppen von Objekten oder einzelnen Stücken. Am historischen Geflecht, darüber haben wir ja gestern schon gesprochen, von menschlichen und sachlichen Bezügen muss sich jede abstrakte Kunstkammer-Idee messen lassen. Ein paar Beispiele nur, also unter, wie gesagt, Tausenden ausgesucht, die wir Ihnen ja nicht vorführen können. Jede Dynastie besaß ihre ererbten Schätze, ob Gemälde, Bildnisse von Lebenden und Toten oder sonstige Erinnerungen. In München zum Beispiel Albrecht Altdorfers Alexanderschlacht. Oder Porträts. Die Fürstin in München legte Wert darauf, ihre Hofdamen im Foto in Erinnerung zu behalten. Hinzu kommen die zahllosen Porträts, die im Austausch zwischen den Höfen als Geschenke kamen, vom Papst und Kaiser bis zu Trägern des Goldenen Vlieses. Also in München gibt es an die 600 Porträts. Dem Konzept der Zelebritätensammlung von Paolo Giovio folgte Ferdinand von Tirol mit seiner Porträtsammlung, auch übrigens sein Münchner Schwager. Es wird ein bayerischer Jurist am Hof gewesen sein, Virgilius Hund hieß der, der das Porträt seines italienischen Universitätslehrers Ludovico Gozzadini in die Kunstkammer gebracht hat. Wohl im Zuge solcher Kontakte verschaffte der Bolognese Professor Girolamo Mercuriale dem Herzog in München Gelehrtenbildnisse der Lavinia Fontana. Geschenke
und erst Staatsgeschenke wie diese von Leo den Zehnten kommende Schale, heute in der Schatzkammer, waren und sind, wie wir alle wissen, wichtige Vehikel der internationalen Diplomatie. Denken Sie an Gian Bolognas Bronzestatuetten. Vom Augsburger Bischof besaß Erzherzog Ferdinand einen der von, das ist nicht der, von Schlosser belächelten Automaten. Ein sehr kostbares Geschenk, schon deshalb, weil es eigens angefertigt war, kein Ready-Made aus dem internationalen Kunstmarkt. Die beiden anderen Automatenuhren Ferdinands, heute Prunkstücke des Wiener Kunsthistorischen Museums, waren Münchner Geschenke, auf die man auch in München sehr stolz war. Präzisionsgeräte waren eine süddeutsche Spezialität. Und es ist im Übrigen wie heute, man sucht als Geschenk etwas Ausgefallenes, eine Spezialität aus dem eigenen Land. Die Elfenbeinkugel, scusa per questa fotografia, mit Miniaturporträts der bayerischen Herzogsfamilie im Inneren, war ein Geschenk der Bayern an Francesco de' Medici und kam deshalb in die Tribuna der Offizien. Sie zeigte die spektakulär innovative Drechselkunst, die ein Mailänder am Münchner Hof eingeführt hatte. Geschenke gab es auch auf der familiären Ebene. Kaiser Maximilian II. Schickte seinem Schwager Albrecht von Bayern die Gipsabgüsse von den Füßen eines übergroßen Hirschen, den er geschossen hatte. Also Schlosser hätte sich totgelacht, nicht? Das eigentlich dem Bayern zugedachte Geweih, so der zufällig erhaltene Begleitbrief, hatte ihm die eigene Familie weggeschnappt, sehr ärgerlich. Vermutlich stand hinter fast allem, was uns heute wunderlich oder primitiv in diesen Sammlungen vorkommt, eine Geschichte, die wir eben nicht mehr kennen. Große Hofhaltungen erforderten Prachtentfaltung, Konkurrenzfähigkeit. Dazu gehörten Automaten, Gewänder, Tafelsilber. Ein Luxusmarkt stilisierte seine Objekte als Statuszeichen und spielte die Höfe gegeneinander aus. Genua vermarktete offensiv Korallen, Mailand verschiedene Luxusartikel. Ich habe mal versucht, die gesamte Akquisitionsbriefe der Münchner Kunstkammer durchzusehen. Das sind einige solche Stapel. Da finden sich dann Briefe des Fürsten wie: Die Genuesen sollen bitte aufhören, diese ewigen Korallen mich zu bedrängen. Wir haben jetzt genug Korallen. I'm fed up with these corals. Also so rum lief das. Auch außereuropäische Objekte zu besitzen war Status. Raritäten, die man nur aufgrund von Beziehungen zu den Habsburgern oder nach Augsburg erlangen konnte und die so eben die Connections demonstrieren. Wie schon gesagt, es gab Unterschiede unter den Sammlungen und die scheinen tatsächlich zum Teil auf persönliche Interessen der Fürsten zu basieren, ohne dass man das jetzt gleich als ihre Weltsicht bezeichnen würde. Die Harnische waren ein Hobby, Erzherzog Ferdinands. Werkzeuge und Merkantiles typisch Dresden, Wohlstand durch die Montanindustrie, nicht? Und bei Rudolf waren es Gemälde, allein 3000, wie wir wissen, und Preziosen. In Bayern ist ein landeskundliches Interesse spürbar. Der Herzog ließ Modelle der wichtigsten Städte seines Landes anfertigen, die sind erhalten, sehr hübsch, und eine große Holzschnittkarte. Manche sonderbaren Objekte dürfte der Landesherr untertänig abgeliefert bekommen haben. Gold aus Isar und Donau, Bodenfunde wie einen antiken Metallkranz, versteinertes Holz, Relikte eines Kornregens und einen, wie wir im Inventar lesen, im Tegernsee gefangenen Riesenfisch von 40 Kilo, den man, grazie a Dio, nicht aufhob, sondern in Holz abbildete. Der hier ist von 2008. In den Theorien über die angebliche Ideologie der Kunstkammer spielen ausgerechnet die ältesten bekannten fürstlichen Sammlungen keine Rolle. Die Münchner Herzöge waren mit den Gonzaga verschwägert. 1536 besuchte Ludwig X. Mantua. Was er dort sah, begeisterte ihn dermaßen, da haben wir Briefe,
dass er sich daheim einen von Giulio Romano entworfenen Palast errichten ließ und sich die erste bayerische Kunstkammer einrichtete. Sie ist in der Münchner Kunstkammer aufgegangen, wir können das nicht mehr genau auseinanderkriegen, aber deren Inventar enthält auffallend zahlreiche Gipsabgüsse nach Mantuaner Antiken und Plastiken, zum Beispiel von dem berühmten Proserpina-Sarkophag. Niemand würde die Sammlungen von Der kommt nicht. Das ist gemein. Tutti lo conoscono. Il sarcofago della Proserpina a Mantova. Also, niemand würde die Sammlungen von Isabella d'Este, eines Marco Mantova Benavides oder etwa eines Alessandro Farnese eine Kunst- und Wunderkammer nennen. Aber worin besteht der systematische Unterschied? Auch an humanistischen Höfen Italiens sammelte man breit Gemälde, Miniaturen, Grafik, Luxuswaren, Antikes, Antikisierendes, Münzen, auch Naturalien. Isabella d'Este hatte Naturalien. Eccolo, grazie. Siamo finiti. Zu den Standards königlicher, fürstlicher Höfe gehörte auch im 16. Jahrhundert auch Bildungsinstitutionen. Man hatte eine Bibliothek, man hatte Antiken, man hatte eine Kunstkammer mit Naturalien und so weiter. Wie weit sie tatsächlich dem Wissensdurst des Fürsten entsprang, wird von Person zu Person verschieden gewesen sein. Einen speziellen ideologischen Überbau, aber für die nördlichen Sammlungen des 16. Jahrhunderts können wir nicht erkennen. Tante grazie. Ringrazio moltissimo la professoressa Dimer per averci riportato all'importanza dei fatti e delle parole prima delle teorie. Sì, per così possiamo rivedere con occhi nuovi o con occhi puliti, forse. Cerchiamo di lasciare da parte, questo è molto utile, la ringrazio molto. E invito Philippe Malguir, che ci parlerà di un grande collezionista e un importante donatore e un grande amante degli oggetti rinascimentali. Sentiamo che cosa ci racconta. Prima tutto grazie di questo invito e mi allegro molto di parlare di questa figura che a me è assai cara, di Charles Sauvageau, benché io faccio e lui con me una strana figura, nel senso che è un caso molto tardo paragonato a tutto ciò che abbiamo parlato fino adesso, eppure è un anonimo, non è un principe, non è un cardinale, non è questo tipo di figura nel quale in fondo i problemi del collezionismo sono anche difficili da separare da tanti dati personali, perché ovviamente sono personalità che hanno un rango, un livello che va al di là della propria personalità. E in questo caso è interessante considerare questo Charles Sauvageau, perché una persona modesta, un violinista nell'orchestra dell'opera e poi un piccolo funzionario della dogana, che era un vero buono musicista, apprezzato, faceva concerti, ha sostituito Kreutzer, il famoso Kreutzer di Beethoven, a un certo punto al conservatorio, ma appena ha potuto prendere la pensione dall'opera l'ha fatto, perché l'unica cosa che gli interessava veramente era comprare cose, fare il collezionista. Ma con pochissimi mezzi, ovviamente, perché aveva questa piccola pensione dell'opera, eppure questo lavoro di dogana, che mi immagino era più simbolico che altro, perché, ma doveva essere un piccolo traitement, come si diceva. E quindi è nato, come vedete, nel
Possiamo mettere dritto l'immagine? Ah, sì, grazie. Alla fine del Settecento è morto nel 1860 e quindi nel 1956, cioè 4 anni prima della sua morte, dopo una lunga vita, ha deciso di dare questa collezione al Museo di Louvre, essendo scapolo senza eredi. E questo è un fatto anche interessante per noi, perché in fondo ciò che fonda la collezione è anche l'impresa, l'idea di costruire qualcosa con oggetti già pronti, no? Non come fa un artista dal nulla, e che questa cosa rimanga a certo punto, sia nei libri, nella memoria, o conservata integra, come in questo caso. E credo sia veramente un punto sul quale dobbiamo essere molto attenti, se c'è questa intenzionalità, insomma, di creare qualcosa. Forse magari è lecito parlare di collezione, in altri casi forse dobbiamo chiederci se qualsiasi raccolta faccia una collezione e se qualsiasi collezione faccia il collezionista. Viveva un appartamento molto piccolo, che esiste ancora, di 2 stanze, strapiene, come vedete, di cose. E insomma, anche la percezione di questa collezione come opera è stata assai forte, perché quando ha dato la collezione al museo, Napoleon III, l'imperatore, ha chiesto che siano fatte 2 vedute della casa, una dipinta, una disegnata, delle 2 stanze nel quale viveva Sauvageot. Quindi si vede Sauvageot con un piatto di Palissy in mano, che aveva tutti questi piatti detto di Palissy nel periodo, che è stato lui veramente il primo a collezionare queste cose, e vedete oggetti orientali, armature, eccetera. E è molto veloce questo. E la seconda stanza è Sauvageot che si sposta per la foto, ovviamente, che è la sua camera da letto. Vedete l'alcova molto piccola, piena di spade, eccetera, che è un po' anche strano. E tutto questo strapieno di oggetti. E nel inventario, nel journal d'entrée di cui parlerò più avanti, si vedono tantissimi di questi oggetti che sono detto perduti, rotti, e si capisce perché. Perché quando riceveva visitatori, ovviamente facevano cadere qualcosa, o lui anche perdeva degli oggetti in questa piccola confusione. Insomma, è una figura che noi conosciamo come da sempre, ma soltanto non c'è biografia di lui, solo necrologia, che è una cosa un po' distinta, e vi leggerò perché sono, insomma, la fonte primaria della nostra conoscenza dell'uomo. E Sauzet, che era il mio predecessore in certo modo, è lui che ha ricevuto la donazione di Sauvageot, e quindi, come Sauvageot non aveva più casa, è venuto a abitare al Louvre, nel mezzo alle sue collezioni, come aveva fatto sempre. Quindi c'è stato questo rapporto immediato tra il museo e il collezionista, che è un caso, io credo, quasi unico, no? di poter conoscersi. E questo Sauzet parla di come ha formato la collezione, quindi l'ha preso veramente dalla bocca di Sauvageot. Si peu d'objets importants lui échappèrent dans la première période de la formation de sa collection, cioè prima degli anni 50, diciamo. Il n'en fut pas de même lorsque la mode éleva à des prix fabuleux le moindre objet dû aux artistes des 15e et 16e siècles. Les financiers se faisaient amateurs. Simple mortel pouvait-il lutter contre les dieux de la bourse? Aussi, quelle haine artistique il portait à chacun d'eux. Il est bien peu de ses amis qui n'aient entendu quelqu'un de ses malédictions, d'autant plus comiques qu'elles étaient dites sérieusement, lancées par lui contre les prétendus amateurs qui n'achètent que par ostentation ou dans l'espoir de gagner en faisant une vente. Et si vous pouvez intuire de qui parle plus concrètement, par exemple, de Debruge du Ménil, qui era uno speculatore dell'edilizia, qui a fatto un'enorme e bellissima raccolta immortalizzata dal genere la Barthes, che non era perizio, però che è divenuto esperto d'arte medievale a causa della necessità di catalogare questa collezione che è stata dispersa. E Debruge du Ménil ancora oggi fa una figura di grande collezionista, no? E in effetti si vede che ha comprato tutto nel giro di 4 anni,
che prima è rimasto vedovo, si annoia e è preso una furia di e compra tutto che è disponibile sul mercato. Quindi si capisce, con mezzi molto importanti. È un po' lo stesso caso di... E lui sapeva, era uno speculatore, sapeva, aveva visto che questi oggetti da niente costavano 10, 50, 100 volte di più da 20 anni prima. E succede lo stesso con lo Spitzer, che ancora oggi fa figura di questo grande conoscitore, che in effetti era solo un antiquario mascherato, anzi che usava i servizi discutibili di André, di Reinhold Wasters, e che ha creato questo santuario, diciamo, per fare passare tanti oggetti falsi. Quindi è vero che il nostro povero Sauvageot in questo contesto si trova un po' debole su questo cambio a mezzo secolo. E quindi vorrei ripetere che la raccolta non fa il collezionista. Ci ho pensato, se io farò una critica a questo approccio, in un libro al quale ho partecipato, così sarà meno spiacevole, che è appena uscito sui Rothschild. Quindi c'è questa idea che i Rothschild sono grandi collezionisti, che è anche vero, ma che non è tanto vero, forse, in certi casi. E quindi abbiamo fatto sono tre volumoni, anzi, con tutto ciò dato dai Rothschild allo Stato francese, le donazioni di questi Rothschild collezionista, fatto da collezionista. E io ho fatto sulla baronessa di Frussy da Rothschild, Salomone, Adolphe e altri. E insomma è un lavoro un po' assurdo, perché in fondo appena non abbiamo fonti, cioè abbiamo la carta all'archivio Rothschild, certe fatture eccetera, ma loro hanno veramente una cultura del segreto, che benché loro avessero pagato per i volumi. E quando si trova qualcosa di concreto, spunta veramente in una direzione opposta, perché si vede per esempio che un sacco di cose tipiche del gusto di tale era ereditato da un altro zio che l'aveva collezionato, e magari questo zio aveva comprato un intero palazzo arredato già con questa roba. Quindi tutto ci fugge un po', perché per la mancanza di fonti precisi sull'intenzionalità della collezione. E per la bellezza del caso di Sauvageot, che abbiamo spunti su questa intenzionalità già le persone che li hanno conosciuti, e si vede che lui anche ha voluto dare più senso alla raccolta di ciò che aveva veramente, perché è ciò che ci mostra questo journal d'entrée, cioè lo che veramente ha comprato negli anni, e si vede che era tutt'altro che logico e metodologico come pretende. E io credo che questo tipo di caso va trattato ai modi della microstoria, nel senso che non è per iscrivere un individuo, un fenomeno nel quadro di schemi più ampi, più generali, perché in fondo si riduce a una cosa banale, ma piuttosto per utilizzare un caso molto concreto su cui abbiamo la possibilità di sapere tanto per capire altre situazioni. E allora, tornare al fatto dalla biografia, io vorrei leggervi le parole pronunciate dal Comte de Nieuwkerk, quindi il grande il papa della cultura di Napoleon III, sulla tomba di Sauvageot, che è proprio quasi l'unica fonte biografica che abbiamo di lui, e vedrete il tono e come Nieuwkerk spiega la causa, come incontra i motivi veramente psicologici nel trauma della gioventù di Sauvageot. Charles Sauvageot naquit à Paris le 6 novembre 1781. Son enfance s'écoula au milieu des orages de la Révolution, et ses premiers regards n'aperçurent que les ruines qu'elles avaient faites. La vue de ces ruines et de tous ces produits de l'art et de l'intelligence des siècles écoulés, dont personne alors ne prenait souci, lui inspira, bien jeune encore, il n'avait que 16 ans, la pensée de sauver de ce grand naufrage les épaves qu'il pourrait lui arracher. Alors, messieurs, c'était en 1797,
La misère qui accompagne les révolutions forçait chacun à vendre, pour se procurer le nécessaire, tout ce qui pouvait être considéré comme objet d'un luxe inutile. Sauvageot n'était pas riche, il aurait bien voulu acquérir tous ces trésors que l'on abandonnait ou dédaignait. Son défaut de fortune ne le découragea point, il consacra son intelligence, ses travaux, sa vie entière à l'accomplissement de l'œuvre qu'il méditait. Employé à la douane, premier prix du violon du conservatoire, violon à l'opéra, c'est avec le produit de ses emplois, avec les ressources créées par son talent, qu'il commença la collection d'objets d'art qui a été la grande passion de son existence. Quindi vediamo già il quadro, il trauma è a 16 anni per le strade, quasi dopo il bombardamento, raccogliendo questi oggetti. E l'altro cliché, insomma, nella storiografia è quello della sua avarizia, della mancanza di fondi. Et pour elle, messieurs, pour augmenter cette collection, il s'est souvent imposé de rudes privations. Il a supporté de lentes et poignantes épreuves. Mais enfin, il est sorti victorieux de la lutte. Et il arriva un jour où ce qu'on avait nommé si longtemps la folie du pauvre violon, quindi veramente come uno stravagante, un po' matto, lui fut un titre de gloire. Vivant à l'écart, au milieu de sa chère collection, n'admettant à la visiter qu'un petit nombre de vrais amateurs, etc., et il a finalement offert au Louvre cette collection et il ha considerato come un favore che il Louvre accettasse di ricevere questo gran dono valutato quasi un milione di franchi in questa data. Charles Sauvageot, dans son admirable désintéressement, ne voulut rien accepter qu'un logement au Louvre où il apportait une fortune. Nommé chevalier de la Légion d'honneur et conservateur honoraire des musées, il est mort le 30 mars 1860 au milieu de ses collections, ainsi qu'il l'avait désiré. Il ne cessa de s'en occuper jusqu'à ses derniers moments. Il les enrichissait par de nouvelles acquisitions. E questo è vero, perché vedremo che ha continuato a comprare cose dopo la donazione per lasciare ancora altre cose al museo. Quindi abbiamo tutti gli elementi, la vocazione, la marginalità, questa collezione un po' chiusa, un certo ridicolo simpatico in fondo, perché insomma era un maggior bene, ma una figura di scapolo un po' assurdo. E quindi questi sono gli elementi che hanno dato la nascita alla novella di Balzac, Le Cousin Pons, di cui si sa che Sauvageot è uno dei prototipi di questo povero scapolo molto naif che fa questa raccolta e si viene fregato dopo da varie persone. Ma si sa che più che Sauvageot, e questo è pubblicato nel 1947, quindi 15 anni prima della morte di Sauvageot, che tra l'altro aveva tutto, si sa dall'inventario della biblioteca, tutta l'opera di Balzac, quindi conosceva benissimo il Cousin Pons. E si sa che piuttosto un altro personaggio, che Théodore Dablin, che presteva soldi a Balzac e che era una figura più, insomma, meno simpatica forse di quella di Sauvageot. L'altra necrologia che non vi leggerò è quella dovuta a questo mio predecessore, come dicevo, Alexandre Sauzet, che è una figura più giovane, ha 20 anni di meno, quindi questo rapporto già si può immaginare d'admirazione, di rispetto, e lui anche perché non guadagnava tanto facendo il conservatore al Museo di Louvre, come si può immaginare, faceva il contrabbasso all'orchestra dall'opera, ma dopo Sauvageot, e faceva anche il librettista per i vaudeville. E ho trovato questo, non si sapeva, con il pseudonimo di Alzet, Alexandre Sauzet, e quindi ha scritto questi pezzi leggeri per il teatro. Quindi c'è tutto questo mondo tra musica, teatro e conoscitori che insomma non conosciamo veramente, che si vede che era veramente tutto un piccolo mondo. Questo Sauzet ha fatto il primo catalogo del Musée Sauvageot, come si chiamava quando è stato aperto, e vedete che il libro è apparso un anno dopo la morte del donatore, e purtroppo questo nei rifacimenti del Secondo Impero il museo è stato smembrato pochi anni dopo, quindi ha avuto una vita, ma è l'unica fonte veramente un po' seria che abbiamo su questa collezione, sono i quasi 2000 numeri
degli oggetti dati da Sauvageot elencati in questo libro. E Alexandre Sauzet, che ha conosciuto veramente Sauvageot più intimamente, diciamo, parla della la coerenza del proposito del collezionista, il suo tema, insomma, e la storia della genesi del suo gusto. E ici io cito la prefazione di questo libro. En sortant du bureau de la Dogana, Sauvageot trouvait à l'orchestre de l'opéra deux artistes distingués, bien connus des amateurs, M. Norblin père et l'ami. Entraîné par l'exemple de Norblin, qui lui louvrait son admirable médaillé, Sauvageot commença par ébaucher une collection de médailles françaises. Mais il abandonna bientôt la numismatique, voyant, comme il disait lui-même, que Norblin avait trop d'avance sur lui. Et il se jeta dans les bras de son collègue l'ami, qui faisait collection que de chinoiseries. Mais l'ami collectionnait depuis longtemps. Le découragement du collectionneur s'empara de lui une seconde fois, et ne sachant se résoudre à marcher après ses collègues, il abandonna la chinoiserie. Enfin, il a trouvé un sentier que personne n'explore, la Renaissance. Un jour que l'ami furetait chez les marchands infimes et ignorants, à cette époque il y en avait encore, dice Sauzet con l'occhio che ride, m'imagino, il découvrit dans un panier de ferraille un fermoir d'escarcelle couvert d'une rouille épaisse. Séduit par la forme, il l'achète 3 francs et le soir même l'apporte à Sauvageot. Quindi l'amico, che non è specializzato, eh bien cet objet que Sauvageot passa 3 mois à nettoyer à la pointe d'une aiguille et qui sans doute était certainement destiné à la fonte, c'est le splendide fermoir de l'escarcelle d'Henri II. Et effectivement, abbiamo questo splendido scarsella di Henri II, che è un oggetto rarissimo. Ma la cosa strana è che quindi questo racconto Sauzet lo tiene da Sauvageot, non può essere altro, no? Perché succede prima del 1828, ma se andiamo a cercare in questo journal d'entrée, vediamo che è stata comprata 100 franchi, quindi mica 3 franchi. E 100 franchi è già una bella cifra a questa data, perché compra per 50 centesimi, 5 franchi, è già una somma un po' importante. Quindi vedete che già come si fa la leggenda anche prima della morte del collezionista, già come sono come i collezionisti oggi che ci dicono che l'hanno comprato 3 soldi e poi si apprende che non è vero. Un altro caso, il famoso Bassin e Guerre de la Tempérance de François Briot, che è una cosa molto apprezzatissima dei collezionisti del Rinascimento francese, e si vede che il disegno che vi ho mostrato prima, il ritratto di Sauvageot, si mostra con questo cimello importante, e si dice che l'ha comprato per 2 soldi, e in effetti no, perché si vede che l'ha comprato per anche 700 franchi, e che era una somma insomma molto significativa. Anche il fatto che dice che quando ha trovato la sua via, un po' con questa esitazione giovanile, ben scusabile, no? Si è consacrato al Rinascimento. Invece quando guardiamo questo journal d'entrée si vede che tutta la vita ha comprato le stesse cose, anche le medaglie francesi, anche le tazzine cinesi, ne aveva una quantità, i vestiti turchi, le armi, delle cose veramente, benché diciamo il grosso della collezione è questo delle arti decorative e sculture del Rinascimento. Ma è comunque strano che dopo la donazione, quindi già vivendo a Louvre, abbia comprato questo flabellum indio, che credo piuttosto cingalese, e l'abbia fatto incidere nel splendido volume che è stato fatto dopo che è un volume così di lamine, con una scelta d'oggetti, pochissimi oggetti, e che secondo me questo non è mai stato usato anche come fonte per capire come vedeva la collezione, perché è strano che la collezione come compiuta, finita, data, vi aggiunga questo tipo di oggetti, e che proprio l'ho ritrovato in riserva, non si sapeva nemmeno che fosse da Sauvageot, perché era una cosa india, strana. O per un altro caso si vede questo pedestallo di ferro battuto di quale faceva grande stima, e che anche ritrovato in condizioni insomma,
non raccontabili, ma era inciso in questo volume di opere scelte. Quindi dobbiamo anche riconsiderare ciò che era veramente importante ai suoi occhi e anche agli occhi dell'amministrazione, perché questo libro è stato fatto già dall'istituzione del Museo del Louvre. Anche per finire con questo libro di Lièvre, che si chiama Collection Sauvageau dessinée gravée à l'eau forte par Édouard Lièvre, che sono due volumi in foglio bellissimi, si vede che in questa lamina di gioielli, diciamo, gotici e rinascimentali, c'è pure questa spilla di cravatta che ha fatto fare Sauvageau da Feuchère, che è uno scultore romantico, con il ritratto di Diane de Poitiers, che era un grande sfizio suo, no? Aveva una specie di fantasma veramente su Diane de Poitiers, e quindi è tutto riprodotto insieme, no? Come se questa ricostruzione della storia tra le figure prominenti del passato si può fare sia recuperando questi oggetti e immaginando dei nuovi, o che l'immagine, insomma, e la ricreazione è così importante che lui non faceva molto restaurare i pezzi, perché non aveva i mezzi di farlo, quindi non ha prodotto questo tipo di cose, ma mi pare significativo che ci trova in questa lamina, questa spilla di cravatta, che veramente non è granché. L'altra cosa che vorrei sottolineare, che ci fa riflettere anche magari sui greci, i romani, è perché si comincia una collezione di opere antiche, cioè a che punto si vede sufficientemente distante, lontano del passato, o che il passato è divenuto come fragile, come all'orlo della perdita, no? Che dobbiamo fare qualcosa per preservarlo. E quando accade questa cosa, e io credo che Nieuwerkerk abbia ragione, perché lui, che collezionava il Rinascimento, aveva anche degli oggetti magari che non ha della sua età, quasi o della fine del Settecento o del Medio Settecento, quindi dell'Ancien Régime, ma sembra che questo Ancien Régime per i romaggi ci fosse così lontano, così scomparso in un modo irreversibile, che già si doveva vanno a raccogliere i resti, e questo mi sembra molto interessante, come, insomma, l'etnologo che va in campagna a vedere i campesini che hanno conservato magari qualcosa che si sta perdendo, ma di arcaico. C'è questo fatto della distanza tra chi colleziona e l'oggetto che colleziona, e mi ha veramente colpito moltissimo questo fatto che abbia delle cose, insomma, anche recenti, molto recenti nel suo caso. Abbiamo anche un altro, prima di arrivare finalmente a questo famoso Journal d'Entrée, un'altra fonte propriamente totalmente ignorata, che sono questi cartellini che lui ficcava dentro gli oggetti. Quindi è una cosa stranissima, perché faceva le sue ricerche, era autodidatta, aveva appena preso il violino durante la rivoluzione, non conosceva né latino né lingue, si vede che quando deve copiare qualcosa fa fatica, e faceva queste ricerche sull'origine delle termini, degli usi, se si descrive per esempio che Brantôme di Dame Galante descrive un tale oggetto che serve di lanterna, che si chiama mortier, che mortier è mortaio, no? E quindi tutto questo stacco del cambiamento di senso delle parole, tutto questo gli interessa moltissimo. È veramente non una cosa di esteta, ma è veramente l'ambizione di ricostruire tutta questa vita scomparsa, anche vita quotidiana degli usi. E questo mi sembra veramente assai notevole. Per esempio, ho trovato questa piccola cosa che, come lui lo vedeva come la parte oscena della sua collezione, che amava molto le cose scabrose,
Non è stato inventariato e non si sapeva da dove, e l'ho ritrovato nel giornale di Sauvageau, e dentro ho ritrovato il cartellino piegato da Sauvageau che nessuno aveva osservato, che dice le Dictionnaire de Richelieu, che descrive questi piccoli vasi da caccia che si dicevano erano in forma di genitalia, insomma, e che si chiamano conna in francese, che, cioè, vi lascio leggere le piccole oscenità di Richelieu, e quindi tutte queste divertentissime, no? Anche in quello che lui ha visto questa fine del Settecento, ma in fondo lui tutta la gioventù l'ha passata nel periodo dell'impero della Restauration, che non era molto di grande fantasia, per dire, no? E quindi tutto questo mondo trasgressivo, diciamo, più libero del passato, è una cosa che lo fascina. Per esempio, tutte le figure delle cose buffe, dei carnevali, le cose satiriche, c'è una grande quantità di oggetti. E vedete questi due reperti nostri, eppure ci sono, abbiamo tra le poche carte superstite questo studio fatto da quadri dove si vedono simili oggetti. E possiamo dire che è veramente come Caelius, che diceva raccogliere le guenilles dell'antichità, questi stracci che proprio si vedono per strada, letteralmente, e fa così Sauvageau, che anche vedete che i chiavistelli sono parte di questa cultura materiale e dicono qualcosa della cultura del periodo. E quindi c'è anche una grande collezione di queste chiavi e chiavistelli. Allora, la fonte, la cosa che proprio mi ha spinto in questo lavoro, è l'esistenza di questo catalogue d'objets d'art et de curiosité, scritto dal collezionista stesso, dalla sua mano, avec tutte queste moti imprese sue in medio felicitas, devise politico erotico filosofico, quindi tutto questo modo anche un po' ironico, no, e molto umoristico di considerare il proprio lavoro. E lì è organizzato, comincia nel 28. Quindi c'è un sacco di roba già comprata che va inventoriata come retrospettivamente, e io credo che 28 è l'anno nel quale entra la collezione di Pierre Revoil al Louvre, che è comprata dall'amministrazione, perché il museo Napoleon era un po' vuoto, quindi hanno comprato una collezione di antichità nazionale con tanta roba del Rinascimento. E lui comincia l'inventario della propria collezione lo stesso anno, quindi può essere significativo. E in questi primi 300 numeri, che purtroppo non possiamo sapere quando li ha comprati, se a 16 anni o appena, c'è un sacco di cose veramente divertentissime, come un gatto in velluto nero, un fallo in gomma elastica, una testa di scheletro, un termometro di finestra, non si capisce. E già tantissime porcellane di cinese, tazzine, e già i piatti di Palissy e le solite cose che collezionerà tutta la vita. Ma la cosa veramente inaspettata di questo giornale, che non va verso gli oggetti ma torniamo indietro, è che si può scrivere un'altra biografia di quella che conosciamo, che è questo piccolo funzionario un po' mediocre, insomma, nella sua vita quotidiana, e invece vediamo, perché tutti gli oggetti regalati lo segna regalati da chi, e troviamo che l'erede al trono gli fa dei regali più volte, e quindi uno si chiede ma come lui poteva conoscere le Duc d'Orléans, e che le Duc d'Orléans, appena tornato sbarcato d'Alger, gli dà che la campagna trionfale del duca, la conquista dell'Algeria, gli dà varie cose per il suo museo, che ancora è molto presto, no, nella sua carriera. Abbiamo un altro caso con Charles de Montigny, che è il diplomata francese che ha fondato la concessione francese di Shanghai, e la prima missione che fa lui in Cina, al ritorno regala a Sauvageau un manoscritto erotico cinese che non si è conservato,
e quindi già conosceva i gusti, vuol dire che c'è una certa intimità tra questi uomini, e sono veramente di due mondi totalmente diversi, l'uno la diplomazia e l'aristocrazia, e questo impiegato delle dogane. Quindi è un fatto che dobbiamo ancora studiare, questo anche per ribadire questo argomento delle piccole oscenità, aveva delle speccarte, vari disegni di queste cose che li divertevano molto. L'altro aspetto che quindi si pretende che la coalizione era chiusa, che non si vedeva, ma vuol dire che gente di questo rango poteva accederci, no? L'altra cosa molto più interessante forse ancora è la presenza degli artisti romantici, e troviamo tutti che vengono, almeno quelli che hanno lasciato qualcosa, che hanno dato qualcosa a Sauvageot, e quanti altri non si sa, per esempio Chaunavard, che ha fatto pure questo disegno di una composizione degli oggetti di Sauvageot, e Chaunavard è molto importante perché è lui che prende la direzione della Manufacture de Sèvres e che la sposta dal tardo neoclassicismo, diciamo, verso lo stile troubadour storico. E in effetti ha disegnato una quantità di cose che sono veramente tirati dagli esempi di Sauvageot, per esempio i grè tedeschi, che è una cosa che nessuno guardava, questi grè rinascimentali. Sauvageot ne aveva una quantità che abbiamo ancora oggi al museo, e si vede che sono tra le fonti di ispirazione per creare questo stile neo-rinascimentale di Chaunavard. Troviamo anche Barre, il medalista Barre, Les de Veria, le peintre Dieterle, Pierre Julmen, Les Feuchères, di cui ho già parlato, e qui un caso bellissimo, perché questa passione per gli arti decorativi, anche perché è un incrocio di varie cose. Per esempio, in questo caso è la ninfa di Fontainebleau di Rosso Fiorentino, incisa, poi copiata da Palissy o qualcun altro in un piatto, e Feuchères ha fatto il calco in bronzo dal piatto di Palissy. Quindi questo passaggio d'un medium a un altro, cioè dal fresco alle arti decorative, è veramente una cosa che li affascina e che a un certo punto prolungono con la collezione. E questo mi anche colpito molto, che non è solo una ricostruzione personale, diciamo, a scopo di capire, ma veramente è stata utilizzata come un arnese dai protagonisti, dagli artisti di questa ricostruzione del medievale e del Rinascimento, non tanto come oggetti singoli, ma come gli oggetti radunati che scelti, filtrati da questa collezione. Ecco anche una lamina di Villemain, che non voglio parlare di Villemain adesso, che il piatto stava in questa raccolta prima, e vedete l'attenzione all'ornamento, perché è una cosa che proprio, devo dire, non appena guardiamo oggi, se ci sono piccole differenze tra i bordi di questi piatti seriali. E in effetti questo ci porta forse alla figura più strana che io abbia incontrato in questo contesto del Journal d'Entrée, se Auguste Spudgin, il grande architetto neogotico inglese, che era familiare di Sauvageot. È venuto più volte a casa sua, ha disegnato una quantità di oggetti incredibili, specialmente, vedete, riconoscete questi bordi, questi particolari dei piatti di Palissy, riconoscete lo stesso vaso di grè tedesco, la saliera di Saint-Porcher, e sono conservati al British Museum, e è indicato cabinet de Monsieur Sauvageot a Paris, e quindi è già... è anche facile, perché potevamo veramente rimettere accanto tutti gli oggetti. E per una fortuna straordinaria si è conservata, non abbiamo la corrispondenza di a Sauvageot, però c'è una lettera di Pugin a Sauvageot che riguarda proprio questa visita, e che comincia, diceva lui che era vero collezionista, e comincia: «O véritable amateur, mon cher Sauvageot», e ha fatto questa specie di scudo, vedete, con CS Charles Sauvageot e Auguste Spugin e Amicizia,
quindi, e quindi tutta una lettera in francese su come va in Normandia e compra delle cose da Vilma, e ha visto quello, ha visto, è pubblicato, che verrà pubblicato altrove. E quindi è ovvio che il progetto primario, quando ho preso coscienza dell'importanza di questo documento, era più verso la nostra collezione, per sapere quanto l'aveva pagato, eccetera. Ma alla fine si è rovesciato il progetto, e ho capito che veramente si doveva e si poteva scrivere una nuova biografia a partire di questo documento. E in un terzo momento, diciamo, ho pensato che magari questo metodo, cioè organizzare i dati per creare una nuova fonte, anche se secondaria, ma una fonte per altre cose, era anche possibile con gli oggetti. E per questo ho proposto di darle anche un po' un mezzo scherzo, diciamo, di chiamarlo ergagrafia, come biografia, che è la storia delle cose vive, no? Dalla vita, e l'ergagrafia, che sarebbe la storia degli oggetti. Perché, insomma, quando la biografia non sono solo i dati di una voce di dizionario, c'è un progetto di ricostruzione dell'organicità dell'essere, no? di capire che questa persona ha una logica che si è sviluppata in certo contesto, eccetera. Quindi può sembrare questa ergagrafia come la prose di Monsieur Jourdain, cioè ciò che facevamo prima senza saperlo, ma non credo sia veramente il caso, perché mettere insieme questa informazione lo facciamo a scopo di creare questa fonte, non solo per sapere tutti i particolari dell'oggetto, chi l'ha pagato, quando l'ha pagato, eccetera. E vi farò per finire due esempi di questo possibile metodo, o almeno che siamo consapevoli di fare questo facendolo, no? Sono dimenticato, questo sono un altro disegno di Poggini, e ho messo in confronto gli oggetti come sono oggi nella collezione del Louvre. Sì, il primo è una daga che ha una storia un po' piena di silenzi, anche questi silenzi vanno integrati secondo me nell'ergagrafia, perché un'istituzione che il suo lavoro e la memoria, lo studio e la conservazione, dimentica di un oggetto per 150 anni. È un fatto che va preso, secondo me, anche in considerazione. È il caso di tutta la collezione d'armi di Sauvageot, che è proprio stata mischiata, perduta, e non si sapeva che fosse, anzi, perché non è stata mai inventoriata, eppure... La faccio breve, quindi è stato un lavoro, e solo ho dovuto fare il catalogo di tutte le armi per ritrovare le armi di Sauvageot nel mezzo. E tra queste armi c'era questo pugnale, che tutto ciò che non è francese in Francia è più o meno italiano, no? Quando non si sa è sempre italiano, quindi era Italia 600. In effetti, studiandolo, si vede molto caratteristico dei prodotti dell'armeria elettorale di Dresda dalla fine del Cinquecento, quindi è anche il più completo, perché ha anche il fodero, e pure il coltellino, che è una cosa veramente rarissima e credo unica, con questa patina nera che è veramente molto caratteristica. E già questo è un fatto, di sapere che questo è nato a Dresda alla fine del Cinquecento. Eppure, cercando questo journal d'entrée, ho trovato che l'ha comprato all'asta del nipote di Denon. E poi l'ho trovato nella collezione di Vivant Denon, primo direttore dei musei imperiali. E Denon è andato di persona a Dresda a fare la confiscazione della Madonna Sistina, tra altre cose, e quindi ci dà tutto un altro senso della visita di Denon e come Denon faceva la collezione, perché questo è ovvio che se l'ho messo in tasca facendo la confiscazione delle armature più importanti per fare questo display del 1806-7 dopo Jena, e quindi qualcosa, dicono le fonti tedesche che era un ladro, cioè, ma lì si può vedere e ritrovare la prova, perché
De Non stava di persona a Dresda e non c'è altro modo che questo pezzo sia arrivato nelle sue mani. Un altro caso più complesso è ancora un po' da... Non voglio parlarne troppo, ma solo la parte che riguarda veramente Sauvageot. È la storia dello specchio Martelli, che voi conoscete tutti, misteriosissimo capolavoro del Rinascimento italiano, uscito dal nulla al primi dell'Ottocento, pubblicato da Cicognara nella storia della scultura in Italia nel 23, e poi c'è un sacco di trattative del Victorian Albert Museum per comprarlo che durano vari anni, e alla fine nel 63, badate ai dati, alle date, nel 63, quindi dopo la morte di Sauvageot, è comprato dal museo londinese. E noi abbiamo una delle repliche antiche, che sono, come tutti i bronzi, esistono in varie versioni, insomma non fa problemi, è sempre citato tra le varie, anche il Louvre essendo una buona casa, diciamo che gli oggetti nostri hanno buona reputazione, anche se non è sempre il caso. Bene, guardando nel Journal d'Entrée, si vede che questo è regalato a Sauvageot da Horace Vielcastel, che è il conservatore del Musée du Souverain, che è una cosa bizzarra fatta da Napoleon III di propaganda dinastica, ma vuol dire che è una specie di collega di Sauvageot, perché Sauvageot sta ormai al Louvre, e gli fa qualche regalino, il primo di questi regalini che fa Vielcastel. Sauvageot, che non è nel centro delle cose, scrive rilievo in bronzo del celebre rilievo di Donatello, eccetera, eccetera. Quindi vuol dire che già nel 56, che questo specchio o patera, come si chiama, sta ancora al fondo del Palazzo Martelli, Sauvageot sa benissimo cos'è, che nessuno l'ha visto. E quindi già questo era per me un fatto strano. E poi, quando si vede nell'inventario di Sauvageot, ha aggiunto Fonte de Richard. Allora questo è ancora più interessante, perché questo Richard noi lo conosciamo, questo Louis Richard, perché faceva riproduzioni artistiche di bronzi del Rinascimento, di medaglie, facendo della fonte alla sabbia, molto economica, quindi era una specie di arte di qualità per tutti, no? Ma faceva anche un po' dei falsi, si sa, faceva dei bronzi moderni, delle riproduzioni, eppure magari quando si vendeva come autentico, cosa ci poteva, povero lui. Il genero è Liard, il genero di questo Liard, che è questo famosissimo medagliista, che anche lui ha fatto tutti questi falsi che ci sono a Berlino, a Londra, eccetera. Quindi si sapeva già che questo non era niente, era solo una fusione moderna da questo, ma come mai si faceva una fusione moderna da questo specchio ancora in un palazzo di Firenze? Allora, cercando, si trova che Le Comte de Portalès-Gorgier ne aveva uno a Parigi, un'altra versione di questo specchio, dove sia non si sa. E da dove viene questo specchio? Dalla collezione di Cicognara. Qui cominciamo un po' a avere dei dubbi, no? Perché Cicognara trova nel nulla questo oggetto unico, per caso ne ha un altro che arriva a Parigi, che è riprodotto tantissime volte, e in effetti, guardando, non voglio discutere l'argomento dell'originale, diciamo che questo anche va rivista tutta la storia, ma si può affermare senza dubbio, alla luce di questo Journal d'Entrée, che tutte le altre versioni e le successive versioni delle due figure isolate sono fatte a Parigi dopo il 1840. Questo si può dire per un fatto, perché sono tutte identiche di fusione, di invenzione, eccetera. Quindi vedete il potenziale euristico di non solo del documento, ma magari usato con il proposito di farne una nuova fonte, a certo punto, anche se secondaria. E forse questo poi anche uno dei tanti modi che abbiamo discussi questi giorni per andare beyond art collections. Grazie.
Grazie moltissimo Philippe per le importanti indirizzi anche metodologici che quindi si sono susseguiti stamattina in una specie di catena, e per aver messo l'accento anche nella tua prima parte del tuo discorso nella differenza tra collezionista e investitore d'arte, che mi sembra anche molto significativo anche per l'attualità e nel rapporto, appunto di nuovo, nel problematico rapporto tra raccolta, collezione e collezionista, che non fanno parte di un sillogismo, ecco, se possiamo sintetizzare. Carissimi amici, colleghi, studenti, davvero grazie. Switcho anch'io all'italiano adesso, in maniera più ufficiale. Non starò, vista l'ora tarda, a continuare a ringraziarvi per i bellissimi contributi che hanno portato davvero ulteriori stimoli alla discussione, e veramente abbiamo spostato l'asse di interesse verso un nuovo filone, non alternativo, l'abbiamo detto fin dall'inizio, ma nuovo e da tenere in considerazione nelle prossime pubblicazioni e nelle prossime ricerche scientifiche. Non farò un riassunto di quanto è stato detto e articolato in queste giornate di intenso lavoro, ma voglio approfittare di segnalare alcuni elementi che mi sono particolarmente piaciuti, ovvero innanzitutto lo scambio tra discipline vicine e lontane, che si stanno allontanando ma che vorremmo ricucire, e il tentativo di farlo qui alla scuola come prima iniziativa, speriamo che possano seguire anche delle altre, era proprio di combinare anche per la nostra formazione gli aspetti che dall'archeologia alla storia dell'arte spesso rimangono ingabbiate in dialoghi che non avvengono nelle sedi appropriate. Tra l'altro il cortocircuito che c'è stato in queste giornate, ovvero da parte degli archeologi, di guardare all'idea di collezioni, raccolte, accumulo di oggetti, dando per assodate e per certe le intuizioni degli storici dell'arte. Storici dell'arte che a loro volta hanno fondato la storia degli studi guardando a casi letterari come Plinio, che è stato ampiamente citato. E ci siamo accorti, proprio dialogando e scambiando le nostre idee, le nostre esperienze, che da entrambe le parti qualcosa non tornava. E davvero questo è stato l'achievement forse più importante di queste giornate di studio, che hanno visto tra l'altro, quindi dal punto di vista più istituzionale, un seed project, un progetto seminale che ho voluto fortemente qui alla scuola e che è stato guidato da Gabriella, progetto approvato da valutatori esterni, anche con un'ottima valutazione, che ha portato una collaboratrice a lavorare su questi temi, dedicati ad un contesto specifico, ad un arco cronologico particolare, ma che ha avuto poi i risultati in questo convegno e in questa prossima pubblicazione che speriamo di attivare al più presto. E anche il mix tra tutti i relatori che ha visto una parte teorica, una parte di practice, una parte di materiality, che finalmente cominciano a riprendere una discussione molto più serrata, molto omogenea, nonostante le diversità e queste eccezionalità nei vari casi di studio, sia del mondo antico, sia del mondo moderno. Proprio questo circuito, cortocircuito, è stato alla base dell'innesco di nuove domande, di nuove riflessioni, di possibili risposte. E i temi, per esempio, della linguistica, che qui possiamo poi riassumere nei livelli diastratici e quindi
abbiamo visto come anche in ambito letterario chi scrive di cosa, l'imperatore interessato agli oggetti più notevoli, ai mirabilia, o il Cives che è interessato ad un altro tipo di mirabilia a seconda anche della propria disponibilità economico-finanziaria, il dinasta o Sauvageot, questo caso che rimette di nuovo in discussione tutti i parametri che avevamo deciso di incasellare. Prima o poi dovremmo anche chiederci e interrogarci sugli intermediari che in questo caso li abbiamo lasciati volutamente da parte perché aprono un altro fronte, i dealers, e che articolano ulteriormente il rapporto tra il cosiddetto collezionista o la figura di spicco, quella piramide che abbiamo cercato di ridisegnare in questi giorni, ma poi abbiamo queste figure all'atere, appunto come gli intermediari, l'attico di Cicerone per intendersi, che forse a loro volta filtrano e reindirizzano certe scelte del personaggio di punta. Ritornando appunto alle categorie della linguistica, dopo un livello diastratico, anche un livello diafasico, quindi sia da un punto di vista cronologico che culturale, impossibile dare una versione omogenea e unificante delle diversità e della complessità del panorama che abbiamo individuato dalle antichità ai giorni nostri. E un livello poi diatopico. Quindi siamo passati dall'indagine anche di contesti archeologici o di contesti epigrafici, proprio dalla prima giornata, a contesti anche narrativi o di invenzioni di queste collezioni o di ricreazione, grazie anche ad uno studio di archivio che oggi è quanto mai auspicato, proprio per rimmaginare, per ritornare a rileggere in maniera un po' più corretta le fonti a nostra disposizione. Io davvero vi ringrazio per avermi fatto ripensare a tutto ciò, ringrazio anche Gabriella che ha voluto e ha sollecitato a lungo questo incontro, e l'aver appreso molto da tutti voi è un segnale di grande positività di questo incontro. Io spero che ci possano essere dei prossimi convegni, incontri, seminari dedicati a temi affini, e ci stiamo già attivando per fare qualcosa come un continuum, perché mi pare che il topic oggi come oggi sia assolutamente attuale, il modello va riattualizzato e rivitalizzato, e quindi mi aspetto anche da parte vostra un contributo per la riuscita delle nostre prossime occasioni di incontro scientifico. Vi ringrazio ancora per la vostra partecipazione e per il vostro proficuo scambio di idee, di emozioni e di amicizia. Grazie.